Nicht ganz, aber ich leiste keine Resistenz gegenüber hilfreicher Assistenz. Das kann sein. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Versprochen. Tja, und wer diesen jetzt schon begonnenen Kampf gewinnt, das seht ihr in diesem Video am Beispiel Smart Home. Viel Spaß! Ich habe in meinem Zimmer drei Philips Hue-Leuchten, eine Filamentbirne als Nachttischlampe an einem roten Glühbirnenhalter, eine farbverändernde White and Color Ambience-Birne in einem Lampenschirm an meinem Schreibtisch und ein zweites Exemplar auf meinem Bücherregal. Philips Hue ist ein System, das sich sowohl mit HomeKit als auch Google Home verbindet und mit beiden Assistenten steuerbar ist. Wir machen in diesem Video einen Test, nämlich die Helligkeitsverstellung, da mir bei dieser ein erster Intellektsunterschied, wenn man das so sagen kann, zwischen Siri und Google aufgefallen ist. Schreibtisch auf 100% Helligkeit. Okay, ich habe Schreibtisch auf 100% gestellt. Schreibtisch auf 40% Helligkeit. Ihr seht, das hat bei beiden gut und zuverlässig funktioniert. Nun dasselbe mit dem Regal. Regal auf 25% Helligkeit. Okay, ich habe Regal auf 25% gestellt. Regal auf 50% Helligkeit. Hat ebenfalls gut funktioniert. Schreibtisch und Regal sind ja auch zwei unmissverständliche Begriffe bzw. Namen für Lampen. Doch ist das beim Nachttisch auch so? Nachttisch auf 50% Helligkeit. Guten Abend, gute Nacht. Nachttisch auf 50% Helligkeit. Während Google hier die Lampe gut ansteuert, wünscht mir Siri sehr freundlich eine gute Nacht. Das ist zwar nett, leider erkennt sie in meiner Formulierung nur das Wort Nachttisch und leitet daraus keinen Smart Home Befehl ab und führt diesen dann auch nicht aus. Einmal kam es sogar vor, dass Siri bei diesem Befehl einfach die iPad-Helligkeit hochstellte und die Lampe überhaupt außen vor ließ. Es gibt außerdem noch einige weitere Missverständnisse, die zum Beispiel beim Einstellen von Lichtstimmungen über Siri vorkommen. Das schafft Google auch deutlich besser. Wenn ich eine Lichtstimmung aus der Hue-App dann in HomeKit hinzufüge, dann wird die nicht immer als solche verstanden. Wichtig ist, es ging mir in diesem Video nur um nativ nutzbare Befehle. Ich weiß, dass man mit den Siri-Shortcuts zum Beispiel noch viel mehr machen kann, aber es ging mir hier um das Nutzungsszenario für den Otto-Normalnutzer, der sich damit nicht befassen will. Fazit: Auch wenn HomeKit ein tolles Netzwerk und sichere Standards und so weiter bietet, an Siri muss noch gearbeitet werden.